wünschte, ich könnte so sein wie du. Ja, das ist keine Ahnung. Diese Ausbildung im Altenheim mache ich nur wegen meiner Eltern, um was Bodenständiges zu lernen. Aber es interessiert mich null. Ich wäre am liebsten Schauspielerin. Warst du deswegen in Hamburg? Ja, um vorzusprechen, aber... Mach dir nichts draus. Ich kenne Leute, die mussten 8, 9 Mal vorsprechen. Du hast es wenigstens versucht. Nein, das ist es ja. Ich habe nicht mal vorgesprochen. Ich war da, habe diese ganzen Leute gesehen, habe Schiss gekriegt und dachte, no, ich kann das gar nicht und bin wieder gegangen. Alles umsonst. Oh, komm Lass jetzt. Mich los! Leute, ihr müsst mir helfen. Was ist mit dir passiert? Sie hat angefangen zu strippen, während diese Trottel das Ganze gefilmt haben. Ich bin weg hier. Ey, du bist doch nur neidisch, ja? Dass die Jungs mich viel lieber mögen als ich. Okay, ist gut, komm. Jetzt zieh dich an. Mann, du verstehst es nicht, ja? Meine besten Jahre habe ich diesem Arsch gewidmet, diesem Arschloch. Jetzt hole ich mir das zurück, was ich verpasst habe. Ja. Du hast gar nichts verpasst. Roxy, warte. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Nee. Es ist schon genug passiert, jetzt verpiss dich endlich. Nee. Vielleicht. Ja. Bin ich die Erste? Sarah. Ja, dann ich werde. Hallo. Ist das die Mitfahrgelegenheit nach Hamburg? Ja, ich bin aber Sarah. Hallo. Sarah. Sophia, sag mal, meinst du, wir schaffen das wirklich, bis um 4 in Hamburg anzukommen? Versprechen kann ich es nicht, aber wenn alles glatt läuft, schon. Ich muss es nämlich auch. Ich schaffe es nämlich nicht, sonst um 7:45 die Bahn zu bekommen und dann bekomme ich eine halbe Stunde später den Bus nicht und mein Freund hat schon für 5 einen Tisch reserviert und dann schaffe ich das nicht vorher nochmal. Ja, schon. Juhu! Oh. Was ist das denn? Hallo. Hi. Hi. Hi, ich bin Roxy. Hi, du. Hey. Hallo. Sophia. Hey, hi. Cool. Also ich bin ja noch nie mit der Mitfahrgelegenheit gefahren. Findest du aufregend?